So, willkommen zurück bei CGTV, bei Diablo 3. Wir waren hier letztes Mal in Neu-Tristram stehen geblieben, haben den Templer gefunden, haben einen Fremden am Fuße des Kraters gefunden und waren damit stehen geblieben, dass wir mit Deckard Cain reden sollten. Dies ist es, was vom Himmel fiel. Niemand könnte etwas derartiges überleben. Wer seid ihr? Was seid ihr? Ein Krieger, glaube ich. Ich kam mit schlechten Nachrichten, doch ich erinnere mich nicht. Eure Nachricht ist möglicherweise das Einzige, das uns vor dem drohenden Verhängnis bewahren kann. Erzählt mir alles, woran ihr euch erinnert, Fremder. Jedes Detail. Fallen. Feuer. Ein Schwert von großer Macht. Es war ein Teil von mir. Aber es zerbrach in drei Stücke, als ich fiel. Es ist wichtig, dass wir diese Schwertstücke finden. Ich glaube, dass eure Erinnerung zurückkommen wird, wenn wir das Schwert wieder zusammensetzen. Die Ziegenmenschen wüten durch die Felder. Könnte das Schwert etwas damit zu tun haben? Natürlich, natürlich. Genauso wie um den Fremden herum die Toten auferstanden sind, haben die Schwertsplitter die Ziegenmenschen in den Wahnsinn getrieben. Die Ziegenmenschen werden mir nicht im Weg stehen. Ich bekomme das Schwert. So, da wir jetzt aber nicht mit Geschichte anfangen wollen, sondern mit ein bisschen Action, lasse ich mal noch die Sternboppel in Ruhe. Gesehen? Ich habe ihm beim Reden zugehört. Ich wette, der kommt aus der Westmark. Ach wirklich? Leute von da reisen gewöhnlich per Sternschnuppe? Benutz dein Hirn. Wenn der aus der Westmark kommt, bin ich die Kaiserin von Kaldeum. Die Angriffe werden so spärlicher, aber dieser Stand. Wir sollen per Teleporter reisen. Haha. Okay, dann reisen wir mal per Teleporter. Ist schon eine Weile her, dass ich gespielt habe. Friedhof der Verlassenen. So. Und wie immer leckt es jetzt natürlich ein wenig am Anfang. Das ist bei Diablo 3 ganz normal. Das war ein neues Feature, dass man nicht direkt komplett von dem Spiel übermannt wird. Leckt es am Anfang. Das ist aber ganz normal. So. Jetzt sind wir auf den Feldern des Elends. Gehen noch über diesen Fluss. Und es regnet. Dann finden wir es auch. So. Wie immer laufe ich jetzt erst einmal außen drum herum. Oh, Baum, 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 Baum. Der Baum spawnt diese Bubble. Und diese Bubble explodieren, wenn man ihnen zu nahe kommt. Kann man die auch so explodieren? Wie man sieht. Und machen dadurch Schaden. Ich habe die unmöglichsten Geschichten gehört über Reisende, die von bösartigen Bäumen angegriffen wurden. Unglaublich. Die Waldwesen sind trotz ihres Namens nicht pflanzlich. Sie sind vollkommen bewegliche Ungeheuer, die sich mit Blattwerk tarnen, um ihre Beute zu täuschen. Doch nur ein Narr würde darauf hereinfallen. So, Inventar ist noch leer. Das sind Kröten. Diese Kröten machen ganz schön viel Aua. Und dann haben wir hier diese Seuchenträger. Diese fledermausartigen Viecher. Die machen Schaden. Und werden von diesen Seuchennestern gespawnt. Solange, bis man diese kaputt haut. Dann haben wir hier schon die Ziegenmenschen. Wie ich vor einiger Zeit enthüllte, waren die Khazra oder Ziegenmenschen ursprünglich menschlich.
bevor die Wiscerei sie verdarben. Viele Jahre lang waren diese Kreaturen von einfacher und träger Natur. Diese Tage sind vorbei. Weithin wird von Angriffen durch die Khazra berichtet und die Anzahl der Todesopfer übersteigt alles andere in meinen Notizen. Dieses Glühen kenne ich. Das Schwertbruchstück, nach dem ich suche, muss in dieser Höhle sein. So, jetzt haben wir schon mal die richtige Höhle gefunden. Allerdings würde ich sagen, wir erkunden erstmal hier draußen ein bisschen. Das riesige, schwerfällige Biest gedeiht im Grasland oder im Wald, wenn es dort genügend Wasser gibt. Bauern erkennen diese Monster als wilde Verwandte der gemeinen Lasttiere. Eine zahme Züchtung, die vermutlich vor 2000 Jahren domestiziert wurde. Man kann sich kaum vorstellen, wie das bewerkstelligt wurde. So, dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir noch ein paar Baumstämme, die wir zertrümmern können. Und da sind doch schon wieder so wütende Springer. Ein mächtiger Gegner erwartet uns. Und dann machen wir erstmal Abyssi Frost. Machen wir mal noch eine Druckwelle. Und so ein bisschen Arkankraft. Ein paar Arkankugeln. Und dann hat er sich auch schon erledigt. Was haben wir hier? Wir haben einen Brustschutz. Nope. Beides schlechter als unser Zeug. So, wenn es hier diese Seuchenträger sind, dann müsste in der Nähe eigentlich auch wieder so ein Nest sein. Ne, das ist keins. Aber hier ist wieder so ein Baum. Den wir mal kurz triggern, dass der uns nachher nicht in die Quere kommt. Und da ist noch einer. Dann machen wir erstmal drei Arkankugeln und dann ist er auch schon tot. So, hier nochmal. Bei dem machen wir jetzt mal mit Auto-Tags. Giftkugeln. Da laufen wir außen rum. Denn diese Giftkugeln machen eine Menge Aua. So, dann machen wir hier erstmal auf. Ich brauche mehr Zeit. Osten. Und dann werfen wir die Leute hier mal zurück. Ich habe nicht genug Arkankraft. Ich habe nicht gar keinen Kraft. Nee. So, dann machen wir so erstmal diese Schockfrosten. Und dann laufe ich hier erstmal voll durch die Giftdinger. Stirbbaum. Also Baumwesen. Hier haben wir einen Gurt gefunden, der aber schlechter ist als das, was wir aktuell ausgerüstet haben. Hier kann man noch eine Falle auslösen, damit wir da später nicht reinrennen. So. Zack. Ist auch schon tot. Lass mal gucken. Jawohl. Ah, da gibt's auch einer. Okay. So, perfekt. Perfekt. Es läuft doch wieder. Es läuft. Allerdings ist das Gebiet sehr. Wow. So. Erstmal machst du hier ein bisschen Feierabend. So. Dann machst du noch Feierabend dazu. Ich wurde geheilt. So. Brauche mehr Arkankraft. Teilen wir uns mal mit dem Heiltrank, weil das wird mir doch ein bisschen heikel hier. Ich habe so. Nicht genug Arkankraft. Jawohl, und da geht er kaputt. Auch wenn ich jeden Winkel der großen Bibliothek von Chaldeum durchsucht habe, kann ich keine Hinweise auf das wahre Schicksal der Khazra des Blutclans finden. Einige zerfallene Schriftstücke deuteten an, dass sie einen Pakt geschlossen hätten, den legendären geringen Übeln zu dienen.
Aber solche Vermutungen sind wohl kaum als echte Wissenschaft zu betrachten, nicht wahr? So, hier haben wir noch ein Baumwesen, das habe ich vorhin auf dem Augenwinkel noch gesehen, am Bildschirmrand. Und hier haben wir nochmal so ein paar Krieger des Mondclans, die es wegzudonnern gilt. So. Jetzt müssten wir so langsam wieder her. Das, also die Felder des Elends sind ein bisschen größer. Wie man sieht. Allerdings sind wir ja jetzt schon auf dem quasi Rückweg. Kann man das hier kaputt? Aha, Kröten. Und hier haben wir noch einen Baum. So, jawohl. Perfekt, der ist kaputt. So. Und hier können wir rein. In der abgelegenen Hütte finden wir nur tote Dorfbewohner und eine Truhe. Der sieht zwar schon sehr stylisch aus, aber ich bleib bei dem, weil wir mit dem die Chance auf magische Gegenstände erhöht haben. Das heißt, die Chance, dass wir was Blaues finden, ist höher. Zwar nur um 2%, aber 2% sind 2%. Ich habe nicht genug Arkankraft. So. Da haben wir einen Schrein der Leichtfüßigkeit gefunden und können uns deshalb jetzt etwas schneller bewegen. Hier wollen wir, glaube ich, noch nicht lang. Oder wo geht's da lang? Ich glaube, ja, da geht's weiter. Da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen erstmal noch hier bleiben. Und dann liegt ein Buch, das ich gleich noch aufnehmen werde. Ich brauche Arkankraft. Aber bevor ich das mache, werde ich erstmal den Baum hier umklatschen. So. Perfekt. Die Felder von Tristram sind ein wunderschöner, fruchtbarer Landstrich mit gemäßigtem Klima. Nachdem Altristram zerstört wurde, traute sich für eine ganze Weile keiner der abergläubischen Bauern mehr dorthin. Doch mit der Zeit warfen sie ihren lächerlichen Aberglauben beiseite und nahmen wieder Hacke und Pflug auf. Heute versorgen sie Neutristram und Wortham mit ihrer Ernte. Hier haben wir so einen Bauernhof, der jetzt, da die Kreaturen hier. Frösche haben diese Bestie getötet. Und wie man an dem Lebensbalken sieht, die Viecher hauen halt wirklich rein. Die machen halt tatsächlich richtig, richtig Schaden, die Viecher. Nicht nur so ein bisschen, sondern die hauen echt rein. Meine arme Frau und mich stundenlang dort unten festgehalten. Ich bin mir sicher, sie würde euch liebend gerne treffen und sich für eure Hilfe bedanken. Nun gehen wir da nochmal runter. Meine Liebste, das ist der Mann, der unseren Hof gerettet hat. Das ist eure Frau? Scheint, als ginge es ihr nicht so gut. Sie ist in letzter Zeit krank gewesen, aber meine Liebe wird ihr helfen. Nun, ich bin mir sicher, dass sich ihr Gesundheitszustand nicht verschlechtern wird. Oh, sie ist eingenickt. Sie hat ihren verdammten Kopf verloren. Ihren Kopf. Oh mein Gott, der Typ hat echt einen an der Waffe. Schnell raus hier, schnell raus hier, schnell raus hier. Oh Mann. Ein würdiger Gegner.